da bin ich wieder. Das erste war jetzt verloren und jetzt geht es in die zweite Schlacht, weil ich möchte gerne meinen Tagessieg haben. Es wäre schön, wenn ich meinen Tagessieg hätte. Ach, wäre das nicht niedlich, wenn ich meinen Tagessieg hätte. Hm. So, jetzt mache ich einfach einen PvE. Dann wird das ja wohl irgendwie klappen. Es muss jetzt nur noch... Das dauert halt auch ein bisschen bei PvE, bis man reinkommt. Oh, Operation Donnergrollen. Da rumpelt's irgendwo. Rumpel, Pumpel, Rumpel. Mhm. So. Aber egal. Das Schöne ist, also was mich bei Armored Warfare begeistert, ist, dass man mit 3, 4, 5 Mann im PvE-Zug sein kann. Das finde ich klasse. Also es ist, da kann man endlich mal im Grunde genommen, wenn man seine Kumpels endlich mal alle zusammen hat, kann man wirklich mit 5 Mann in den PvE-Zug gehen und dann macht das richtig Spaß. Dann macht das gewaltigen Spaß. Das muss ich sagen. Dass man, es ist dann schade, dass man bei PvP das nicht machen kann, dass man sagt, okay, 5, aber dann wären das 3 Fünfer-Mannschaften, ne, was natürlich auch eine Idee wäre, dass man dann 3 Fünfer-Mannschaften so im Grunde genommen, aber ich schätze, das wird dann in die Clan-Gefechte, im Bereich Clan-Gefechte, was man hier im Bataillon nimmt, dann liegen. Das muss man mal gucken. So, jetzt muss ich mal... Ich fahre mit meiner Tomate. Ja, ich habe ja hinten die Tomate drauf. Ich finde die Tomate so süß. Solange sie aktiviert sind, können wir keine Botschaften an die Bevölkerung. Er ist mir ins Herz gewachsen. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass der 7er Panzer mir so ans Herz wächst, weil ich bin ja ein Leopard-Fan. Gebe ich auch ganz klar zu. Leopard ist für mich hier in diesem Spiel der absolut Profi-Panzer, der absolut beste Panzer. Aber ich muss ehrlich sagen, der Challenger ist mir sehr ans Herz gewachsen. Also ich finde, also auch, das hat mir wehgetan, den MK5 zu verkaufen. Das hat mir richtig wehgetan. Aber das musste ich leider aus Kostengründen machen. Ich werde ihn mir auch wiederholen. Ich spare jetzt immer noch meine Credits, aber ich werde ihn mir wiederholen. Das ist einfach, ich muss wirklich sagen, der Challenger, wunderschön. Der macht auch richtig Spaß. Der macht auch richtig Spaß. Ja, viele sagen, Challenger hat ja nicht so. Gut, okay, ich gebe zu, die russische Kampfpanzerlinie, also die russische schwere Panzerlinie, das ist ja Kampfpanzerlinie, der hat eine bessere Durchschlagskraft, gebe ich ganz klar zu. Ne, wo der mit seiner Kanone hinhaut, wächst kein Gras mehr. Das haben sie natürlich so ein bisschen pro-russisch, das muss man schon sagen, so ein bisschen sehr pro-russisch programmiert. Denn auch so mal historisch gesehen vom Zweiten Weltkrieg, also die Durchschlagsmunition, die hatten zuerst die Deutschen, muss man ganz klar sagen. Hohladungsgeschosse etc., das waren die eigentlich. Naja, egal. Das ist eine andere Sache. Na, hier geht es ja wirklich darum zu zeigen, guck mal, was können eigentlich moderne Panzer? Und da muss ich sagen, da haben sie sich sehr gut an die Spezifikationen gehalten. Es ist ja auch leider nun mal so, dass viele Militärs ja noch ihre sozusagen militärischen Geheimnisse haben. Man also doch nicht so ganz hundertprozentig weiß, was hat er denn jetzt nun für eine Gun da verbaut und so weiter und so weiter. Ich meine, ist klar, man will ja auch den vermeintlichen Feind im Ungewissen lassen. Das muss man natürlich dabei sagen. Was ich persönlich ja eigentlich sehr schade finde, dass es immer noch nicht gelungen ist, Russland in die NATO zu integrieren. Das wäre ein sehr wertvoller Partner für die NATO, Russland. Ein absolutes Bollwerk zu den muslimischen Räumen. Dass das immer noch nicht gelungen ist, da wirklich. Oder zu sagen, hier, wir machen ein europäisches, im Grunde genommen eine europäische, amerikanische, russische NATO oder Verteidigungspakt, wo Russland mit drin ist. Na, das wäre schon sehr wichtig. Das finde ich in aller Zeit. Also, dass man da nicht zugeschafft, das nicht hingekriegt hat. Vor allen Dingen wär das ja dazu angetan, die ganzen Hardliner, die ja immer noch in der russischen Regierung rumlaufen, endlich mal mundtot zu stellen. Ja, endlich mal wirklich mundtot zu stellen. Okay, es ruckelt mal wieder. Es ruckelt mal wieder. Okidoki, ja, ein wenig.
Was ich allerdings auch sagen muss, ein paar Lecks im Spiel. Gewaltige Lecks. Öfters mal, dass man dann schon sagen muss, was ist denn nun passiert? Ich muss mich schnell drum kümmern. Ja klar, jetzt krieg ich wieder eine reingelöst. Aber lieber Freund, der Challenger hat eben eine gute Panzerung. Deswegen macht es ja auch so viel Spaß, mit dem Challenger zu spielen. Weil der eben so eine wirklich gute Panzerung hat. Das muss man ja sagen. Das ist, man kann ja vor einen Feind fahren und dann sagen, so, ich schieß mal ruhig, ne? Hast du eh abprallen, da passiert eh nichts. Es ist ganz selten, dass da mal frontal einer durchkommt. Ja, das ist dann schon eher die Ausnahme, denn die Regel. Das muss man natürlich dabei sein. Anders sieht es natürlich aus von der Seite und von hinten, das ist klar. Ja, das ist klar, aber auch bei der Seite bietet er sehr gute Panzerung an. Ja, das muss man schon wirklich sagen. Und das soll es ja eigentlich auch sein. Es soll ja auch, eigentlich soll ja der schwere Kampfpanzer, ich will nicht sagen so ein bisschen wie die Flying Fortress, aber das soll ja eigentlich, soll der schwere Kampfpanzer ja auch so ein bisschen sein wie die Aufklärungs-, die Scout-Panzer scouten und der schwere Kampfpanzer fährt dann rein. Klar, kriegt ein paar Hits, aber teilt dann auch richtig aus. Haut dann auch richtig mit seiner Kanone rein und der Feind kriegt dann kalte Füße und verschwindet. Ne? Es ist ja so, dass man in diesem, in all diesen Panzerspielen das natürlich ohne Infanterieunterstützung spielt. Normal ist es ja so, dass, also wie gesagt, das ist ja das, was Deutschland im Zweiten Weltkrieg gemacht hat. Die Panzer im Grunde waren Kavallerieunterstützung, schnelles Vorrücken durch mobile Verbände, natürlich immer im Hinterkopf haben, Unterstützung durch Infanterie, um eventuell dann auch die jeweiligen Gefahrenherde auszuschalten. Das muss man natürlich dabei sagen. Das hat allerdings, wäre das dann schon militärische Taktik und das hat in diesem Spiel ja eigentlich weniger zu tun, obwohl man hier auch durchaus taktisch spielen sollte. Was ich jetzt hier mache, ist nicht gerade sehr sinnvoll. Nee, das war jetzt nicht clever. Aber ich spiele ja auch nicht clever. Da seht ihr oben übrigens wieder Abpraller. Ne? Das ist immer das Graue, da könnt ihr dann sehen, okay, jetzt hat er getroffen, jetzt hat er penetriert. Aber doch zu 90% Abpraller. Also, was heißt so 90%? Also überwiegende Mehrzahl ist schon Abpraller. Obwohl der Ramka nervt. Der Panzer. Der nervt. Nicht. Das muss ich ehrlich sagen. Und er ist in diesem Spiel so ein bisschen überdimensioniert. Als PvE-Gegner wirklich überdimensioniert. Ebenso der Stingray. Seltsamerweise ist der ganz. Also Stingray kommt ja fast durch alle Panzerungen durch, während ich selber den Stingray fahre, den Stufe 6. Und da sieht das ein bisschen anders aus. Also so viel komme ich da nicht durch die Panzerungen durch. Da muss ich auch mir schon Mühe geben. Und vor allen Dingen, ich muss gewaltig aufpassen, ich werde ruckzuck runtergeschossen. Also ob das frontal ist oder von der Seite, also der hat ja auch de facto keine Panzerung. Ne, so zwei Schüsse und ich bin weg. Naja. Nojo, dies ist halt so. Tja, was sind meine Lieblingspanzer? Was oder was fahre ich am liebsten? Oh, ist schon zu Ende. Ah, bitte, wir haben gesiegt. Wer sagt's denn? Dann würde ich euch sagen, bis zum nächsten Mal. Ne? Dann mache ich dann eine kleine Twitch-Serie da, damit ihr auch mal seht, weil wir haben jetzt mit mehreren, wenn wir sie alle wieder zusammenkriegen, dann mache ich noch kleines Twitchy. Beziehungsweise ich werde dann mal versuchen, dass ich doch einfach mal hier mit meinem Capture-Programm einfach mal aufnehme, weil das doch von der Qualität her besser ist als bei Twitch. So, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.